Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute kommen wir zu einem Neumond-Orakel und zwar für den Monat Februar. Und da haben wir den Neumond am 1. Februar und zwar im Zeichen des Wassermanns. Diese Phase eignet sich für einen Neuanfang ganz besonders. Das überrascht uns natürlich nicht, weil man immer sagt, der Neumond ist generell eine gute Phase. Doch mit seiner Position im Wassermann wird die Wirkung des Neumonds noch verstärkt. Das heißt, dieser Termin und auch die Tage um den Neumond sind ideal, um sich mit lang gehegten Wünschen auseinanderzusetzen und diese auch wirklich in Angriff zu nehmen. Vielleicht war immer noch so ein Stopp bei dem einen oder anderen von euch, um diese Schritte zu gehen. Aber im Grunde genommen sollte man jetzt anerkennen, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um Träume und Wünsche konkret werden zu lassen und wirklich die Schritte nach und nach auf das Ziel hinzubewegen. Man hat jetzt die Chance, sich von den Ängsten und Vorbehalten, die vielleicht durch Menschen um einen herum auch immer freigesetzt werden, hinter sich zu lassen und wirklich diese Energien des Neumonds in sich zu speichern und wirklich mit weniger negativem Denken einfach den Sprung ins Wasser zu wagen. Also ich denke, der Neumond weist uns alle darauf hin, dass man vielleicht manchmal auch Risiken eingehen sollte, aber mit der Zuversicht und dem Optimismus, dass sich alles zum Guten wendet. Wir haben hier bei dem Monologi den Neumond im Wassermann gekennzeichnet, bring Liebe in die Situation. Ja, wichtig ist eigentlich an alle Vorhaben, die uns beschäftigen, wirklich mit Liebe ranzugehen. Denn ja, man sagt vielleicht nicht umsonst, auch Liebe kann Berge versetzen, egal in welcher Form. Ja, und jetzt werde ich noch eine Karte dazu ziehen aus dem Monologi-Deck. Dann werde ich uns mit dem Lenormand-Deck von der Angelina Schulze eine Pyramide legen, um zu schauen, was uns an den Portaltagen alles noch so erwartet. Ja, wie immer sei auch heute darauf hingewiesen, das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Antworten können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das merkt ihr ziemlich schnell, wenn ihr in die Deutung reinhört. Und die verwendeten Kartendecks findet ihr hier alle immer unter meinem Link in der Infobox. Die Karten, die ich generell für alle Legungen verschiedener Art dann benutze. Und abschließen möchte ich dieses Vorwort jetzt noch damit mit einem ganz großen Dankeschön an all die Lieben, die mir einen Daumen hoch dalassen, die mir wirklich mehr und mehr immer liebenswerte Kommentare hinterlassen. Also die berühren mich teilweise sehr, weil da so viel Freundlichkeit, Dankbarkeit und Liebe zwischen den Zeilen zu erkennen ist. Und dafür bin ich wirklich unendlich dankbar. Und natürlich danke ich auch jedem, der das Glöckchen aktiviert und somit ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt. Tja, das ist natürlich meine Belohnung, wenn ich sehe, dass die Abonnentenzahlen steigen. Und dafür, wie gesagt, mein ganz herzliches Dankeschön an euch alle. So,
Nun kommen wir zu der zweiten Karte. Und das ist doch wohl traumhaft schön. Das Glück ist auf deiner Seite. Also alles, was wir jetzt in dieser Neumondphase beginnen, ist vom Glück überstrahlt. Und wenn das Ganze dann noch mit Liebe in Angriff genommen wird, dann kann eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so viel schief gehen, sodass man da ziemlich gezielt und freudig eigentlich rangehen kann und rangehen sollte. Ja, ihr Lieben, jetzt warten wir wenigstens auf eine Überschriftskarte. Die erste Karte sollte sich hier zeigen. Oh, wir haben sogar zwei und die nehme ich auch beide als Überschriften. Schaut euch das an. Wir haben das Kleeblatt für Glück und wir haben das Kind für den Neuanfang. Das heißt, alles, was ihr jetzt beginnt in dieser Zeit des Neumonds, wo man ja sagt, beginnt etwas Neues, lasst euch drauf ein, geht drauf zu. Und mit dieser Überschrift, das Glück ist auf deiner Seite, und dann diese Anfangskarten, da kann man von ausgehen, dass wir in eine wunderbare Phase kommen. Und wir schauen, Glück und Erfolg auch im Bereich der Familie wird es sich zeigen. Immer mehr, denn das Ganze ist schicksalhaft vorbestimmt. Das heißt, alles, was wir jetzt beginnen, wird auch unterstützt aus dem Universum, von unseren Engeln, von Gott, egal an was jeder einzelne von euch glaubt. Es wird unterstützt. Auch von fantastischen Freunden, die ihr noch an eurer Seite habt. Ihr habt viele, viele Verwicklungen und Verstrickungen, viele Umwege in Kauf nehmen müssen, um an diese Neuanfänge euch ranzuwagen. Aber es ist jetzt die richtige Zeit. Ihr könnt jetzt den Anker werfen und vor Anker gehen. Denn ihr kommt hier in die Zeit der positiven Veränderungen. Wir haben hier die Störche. Die positiven Veränderungen, die unterstützt werden durch positive Nachrichten, die noch auf euch warten und euch ereilen. Ihr werdet Einladungen, Geschenke bekommen. Und ihr geht traumhaft schön, ihr geht in die Klarheit. Auf den einen oder anderen warten Wunscherfüllungen, auch in Herzensdingen. Das heißt, wenn es bei dem einen oder anderen in Beziehungen Probleme gab, auch da gibt es positive Veränderungen, Neuanfänge, glückliche Neuanfänge, schicksalhaft vorbestimmte Neuanfänge. Und für die Singles, die hier zuschauen, zeigt es sich so, dass ihr jetzt in eure Wunscherfüllung kommen werdet, was eure Gedanken und Träume im Zusammenhang mit einer Partnerschaft überstrahlt. Das heißt, wer sich hier eine Partnerschaft wünscht, sich herbeisehnt, der kann darauf hoffen, dass in dieser Zeit des Neumonds, wie gesagt, es ist immer davor und auch bis zum nächsten Vollmond gilt diese Phase, dass euch ein Gegenüber begegnen wird, womit ihr euch positive Veränderungen, Neuanfänge vorstellen könnt und diese sind schicksalhaft vorbestimmt. Das heißt, es warten diese Anfänge und die bringen euch
wirklich den Traum der großen Liebe und enden sogar mit dem Ring. Das heißt, es kann zu Verlobungen, zu Hochzeiten, zu Verträgen kommen, zu Beschlüssen, die eure Liebe unterstreichen und festigen. Es sind Nachrichten auf dem Weg zu euch. Kummer, Tränen und Ängste könnt ihr jetzt hinter euch lassen. Blockaden und Hindernisse könnt ihr vergessen, weil ihr seid jetzt auf dem richtigen Weg. Das Ganze ist so, ihr geht damit schon schwanger, symbolisch. Das heißt, all das Gesagte beschäftigt euch schon sehr, sehr lange. Und es ist jetzt die Zeit, die Schwangerschaft zum Ende zu bringen. Das heißt, in die Geburt zu kommen für Neuanfänge, für glückliche Neuanfänge. All das ist jetzt eigentlich die beste Zeit. Und das Ganze betrifft euch als Fragesteller ganz persönlich. Und ihr kommt hier in die helle Seite der Wolken. Das heißt, ihr geht jetzt in die Klarheit. Und wir haben am Unterdeck die Sense. Das heißt, das Ganze wird ziemlich schnell passieren. Streit, Unannehmlichkeiten, all das könnt ihr jetzt rauskehren. Ihr öffnet neue Türen, die euch rausholen aus Sehnsüchten, die euch eurer Intuition folgen lassen. Und alle Geheimnisse, die bisher noch so im Verborgenen für euch nicht sichtbar waren, die werden jetzt sich eröffnen. Und mit all dem Gesagten kommt ihr in Glück und Erfolg. Also auch für diese Neumondphase, finde ich, haben wir traumhaft schöne Karten. Und ich werde zum Abschluss noch eine Karte aus dem Engel-Orakel für jeden Tag ziehen und schauen, welcher Engel uns in dieser Zeit begleitet. Guckt euch das an. Ich habe sowohl für die Singles als auch für die Paare eine traumhaft schöne Zeit der Veränderung, der positiven Veränderung, der Neuanfänge vorhergesagt, mit dem Abschluss von Verträgen, von Verlobung, von Hochzeit. Und wir haben hier bei den Antworten der Engel für jeden Tag die Überschrift Hochzeit oder auch Hochzeit genannt. Eine Hochzeit ist die Verbindung zweier Seelen, die sich in Liebe, gegenseitigem Respekt und Hingabe vereinen. Sie zeigt den Wunsch an, im Laufe der Zeit die Liebe zu vertiefen. Dein Hochzeitstag ist ein Zeugnis für deinen wohlbegründeten Glauben an die Macht der Liebe. Achte darauf, diesen Glauben und die Liebe allzeit lebendig zu erhalten, geliebtes Wesen. Also alles, was uns jetzt eigentlich erwartet in dieser Neumondphase, deutet auf eine Hochzeit, vielleicht bei dem einen oder anderen sogar auf eine Hochzeit hin, die wir annehmen dürfen und wo wir von ausgehen können und sollen, dass das ein fantastischer Neuanfang ist, der uns glücklich machen wird. Und mit diesem Gedanken entlasse ich euch, wünsche euch allen eine fantastische Zeit, vertraut das Glück, das an eurer Seite ist, und ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen.
Bis dahin, alles Liebe!